Also das war natürlich typisch. Als die Bomben fielen, da verfiel Hitler auf die Idee, seine späteren Soldaten zu schützen, in Sicherheit zu bringen. Das heißt, da wurde die sogenannte Aktion Kinderlandverschickung ins Leben gerufen. Und das bedeutete, dass Schulen komplett verlegt wurden. Die Eltern hatten zwar Einspracherecht, die konnten das verweigern, wenn sie ihre Kinder sonst wo unterbrachten. Aber meine Eltern haben den Sicherheitsgesichtspunkt da also höher eingestuft und haben mich also schweren Herzens dann mit verschicken lassen. Und da sind wir, das war ja nun wieder ein Vorteil, im Klassenverband geblieben und sind verschickt worden, zunächst mal an die Ostsee. Da fielen keine Bomben damals, Ahlbeck war das. Aber als in Peenemünde dann später die V2 gebaut wurde, da fielen dann da auch Bomben und dann kamen wir von da aus nach Polen. Und zwar, weil unser Direktor besondere Beziehungen hatte, kamen wir nach Zakopane, also ein Winterkurort erster Güte. Und da haben wir auch ein wundervolles Jahr verbracht. Wir haben mit den polnischen Kindern gespielt und im Winter sind wir mit ihnen natürlich Ski gelaufen da. Da habe ich auch ein paar Brocken Polnisch gelernt. Also auf jeden Fall, das war wiederum unter der Überschrift Abenteuer ist das gelaufen, nicht? Wir fühlten uns da sehr wohl. Hinzu kam, dass dann die jüngeren Lehrer auch eingezogen wurden und wir bekamen, heute würde man sagen, ältere Knacker. Und da war ein Astronom dabei und ein ja, Höhlenforscher. Und die haben uns gewissermaßen mehr aus der Praxis erzählt. Und da wurde uns zum Beispiel die Mathematik viel, ja, wie soll ich sagen, handgreiflicher näher gebracht. Also das war dann auch ein sehr willkommener Nebeneffekt. Ja, und ansonsten haben wir dann natürlich da auch im Speisesaal angefangen, BBC zu hören. Wir sind also nachts runtergeschlichen mit einer Decke, haben den Radioapparat abgedeckt und dann, ich war immer der kleinste People unter den Älteren und haben da BBC gehört, aber eigentlich weniger Swingmusik. Denn die Älteren ließen sich ihre Haare länger wachsen, nicht? Das war auch so ein stiller Protest gegen den SS-Haarschnitt. Und dann hörten wir nicht nur BBC-Musik, also Negermusik, die ja verpönt war, sondern wir hörten auch Nachrichten. Und da fingen wir an festzustellen, wie wir so belogen wurden. Denn BBC-Meldungen waren klipp und klar, wenn sie eine Stadt verloren hatten, also die Alliierten, dann haben sie das auch pünktlich gemeldet. Aber wenn die Deutschen eine Stadt verloren hatten, dann kam das erst 2, 3 Tage später. Und dann war von strategischer Frontbegradigung die Rede, nicht? Also wir merkten, wir wurden hinters Licht geführt. Die Situation wurde von offizieller Seite immer positiver dargestellt, als sie tatsächlich war.